vielleicht die Zukunft der tolle Philosophen. Plato, Seneca, die alten Griechen, die alten Römer, ich habe die Sachen studiert. Aber am Ende habe ich festgestellt, dass fast alle Philosophen, fast alle großen Philosophen, diese Welt haben am Ende Selbstmord gemacht. Das war nicht sehr vielversprechend. Dann traf ich mal eine Freundin, die sagte mir, Klaus, du hast ein dickes, fettes Problem. Geh doch mal zum Psychologen. Weil die nett war, habe ich gedacht, dass ich das mal probiere. Bin ich ein Jahr lang zur Psychoanalyse gegangen. Boah, das war wieder schlau, war alles schlau. Er hat alles erklärt. Er hat auf alles eine Antwort gehabt. Nur eine Pause bin ich. Ich wollte keine Erklärung, ich würde das nicht selber gehen irgendwann. Okay, Leben ist Leiden, Leiden ist Leben. Und wir haben die Differenz, Differenz ist Differenz. Nächstes Angebot von. Noch war er nicht mein Freund, Satan, aber er fing an, mein Freund zu werden. Durch die Gewalt und alles, was ich erlebte. Acum, Also, Klaus, ein toller Weg ist wirklich.